Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Wir werden heute da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir von dem Schulz, haben wir Aufträge bekommen, dass wir wieder Geld eintreiben sollen. Zwei Schuldscheine haben wir schon eingetrieben. Und den dritten müssen wir noch und dafür müssen wir nach hier hinten reiten. So ein kleines Stückchen, aber das ging auch hin. Unterwegs erleben wir mit Sicherheit hier und da bestimmt auch noch was. Passiert ja immer was hier in der offenen Welt. Aber ich würde sagen, wir reiten da dann einfach mal hin. Oder auf jeden Fall schon mal so grob in die Richtung. Wer weiß, was uns so unterwegs noch alles ablenkt. Hier kann ja alles Mögliche passieren. So, müssen wir hier rum, ne? Ja. Was? Ach so, ja, ich bin's nur. Ja, unser Lager hier. Oh! Hab ich jetzt den Trudern umgeritten? So war das. Ja, komm. Wollen wir nichts verschwenden? Nehmen wir den doch mit. So, häuten. Kann ich den häuten? Ja, ne? Gibt bestimmt Federn. Kann ich mir neue Bögen machen. Östlicher Wildtruthahn. Okay. Bisschen Fleisch. Kann ich den auch mitnehmen? Ja, komm. Hat zwar keine gute Qualität. So, verstauen. Okay, boy. Ist das Frühstück doch schon mal gesichert? Ja. Da, aus dem Weg, Jungs. Get the hell out of here. Ob sind wir da hier hin? Ja, Google. Naja, hey, läuft aber richtig viel Wild rum. Aber ich muss mal gucken, irgendwie soll man ja auch Pflanzen sammeln können. Aber irgendwie... Okay, ich glaube, ich habe Pflanzen gefunden. Nehmen wir die doch mal mit. Mit R. Kräuterkenner. Eine von 6 Schafgraden gepflückt. Ah, Schafgrade wird zur Herstellung von Gegenständen benutzt, die Gesundheit wiederherstellen. Benutze ein Lagerfeuer, um Schafgarbe zu verarbeiten. Ah, okay. Ach, jetzt habe ich das auch noch gegessen. Was denn gemacht? So mit E, mit R sammeln. Okay, wieder was dazugelernt. Let's go, boy. Die Ecke muss ich mir hier eigentlich merken. Hier gibt es viel Wild. Na, wo wolltest du denn so schnell hin? Und ja, wir reiten, glaube ich, schon wieder in die verkehrte Richtung. Wir müssen hier runter. Ja. Oh, Wildpferde. Kann man, glaube ich, auch fangen, ne? So, ich will mir die aber nur mal eben anschauen. Ich glaube, man kann sich die auch mit dem Fernglas anschauen. Da ist das Fernglas. So, rechts. Und dann... So, dann kann ich die mich untersuchen. Okay. Suchen wir den da hinten doch auch mal. Es gibt doch bestimmt alles Einträge. Verfolgen, Kentucky. Ja, war da nicht noch ein... Da ist doch noch eins. Ich muss sagen, hier waren doch 4 Wildpferde.
Jo, Compendium aktualisiert. Wir müssen hier rüber über den Fluss, deshalb. Ja, dann wollen wir noch gucken, dass ich aus der letzten Folge mein Kopfgeld wieder loswerde. Ich reite immer in die falsche Richtung. Jetzt aber. Weil da haben wir ja versucht, da hinten beim Arzt den Hinterraum zu überfallen. Und das ist ja total schief gegangen. Und da habe ich natürlich ordentlich Kopfgeld gekriegt. Ich glaube, ich habe im Moment ein Kopfgeld von 150 Dollar. Ich könnte das noch nicht mal bezahlen hier. So. Was sind wir denn hier? Da ist eine Farm. Langsam nähern. Und hier kein Aufscheuchen. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Vielleicht im Haus? So, schauen wir uns. Da steht da hinten einer. Nee, da steht keiner. Ich geh mal im Haus gucken. Knock, knock, Mr. Robe. No, przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. So. Hier, nee, ich komm von Krien. English? You speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Uh-huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? Oh, no. No. Nie. Bedrohen. Wir bedrohen ihn. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. No. Yeah? But I have this. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. Yes. Okay, wir dürfen das Haus plündern. Well, heißt dürfen, können. Oh, what do we see? Da ist nichts drin. Better be something somewhere. Denn hier auf dem Tisch was? Nee, ne? Speak English. Dann gehen wir in den Raum. So, Schlafzimmer. Das sieht doch gut aus. Im Schlafzimmer ist doch meistens was versteckt. The longer I look, the madder I get. Oder auch nicht.
Da ist doch bestimmt was drin. Auch nichts drin? Der Kerl, der hat ja wirklich nichts. So, er muss ich drücken. Ich drücke immer E anstatt R. Nehmen, da haben wir doch schon mal was. Was haben wir denn da Schönes? Very valuable, good. Taschenuhr, okay. Good, yeah. Hier auch was drin? Zigaretten liegen doch da, ne? So, du kriegst die Zigaretten. Ach, meine Tasche ist voll. Ach, das war natürlich blöd, ne? Hier mit einer vollen Tasche hinzukommen. Aber wer hätte denn geahnt, dass wir hier looten müssen? So. Ah ja, okay, da können wir noch ein bisschen was nehmen. No, 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 no. Doch. Yes, 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 yes. So. Alles gründlich durchsuchen hier. Na, hier noch was drin. Da ist doch noch was. Guter Brandy. Erlegte Tiere auf deinem Pferd verwesen bald. Verkaufe sie. Achso, der Truthahn, ja. Süßigkeiten. Und was haben wir da noch? Kaffee ist das, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt können wir das Haus verlassen. So, ich würde sagen, dann reiten wir mal zurück ins Lager. Imp markieren. Da ist das Lager. Oder jetzt hier lang. Ist ja nicht so weit, zum Glück. Was war das? Wieder ein Tier umgeritten? Ja, hab ich. Ja, komm. Beuten. Ah, no, boy. Nearly done. Aufs Pferd packen. Und das Reh nehmen wir natürlich auch noch mit. Schlag ich immer das Pferd. Oh, diese Steuerung hier. So, aufsteigen. Ja.
Ich bin's nur. So. Hey, Arthur. Miss Karen, all good? Too good. So. Pferdchen anbinden. Ja. Auch bei dem Koch werden wir die Sachen los, ne? Wo ist er denn? Ist er überhaupt da, der Koch? Ja. Keine Zeit zum Quatschen jetzt. Wo ist er denn? So, hier werde ich doch die Sachen los, ne? Ja, ich spende die mal. I apologize in advance for this stew. It needs better meat. Ja. Da kommt das Fell auch. Good, we really needed this. So, erstmal alles für die Lagerkasse hier. Denn hier noch alles. Kann ich jetzt eigentlich hier irgendwo sehen, wie voll meine Tasche ist? 1 von 20, 2 von 20. Gut, dann haben wir hier. Ja, komm. Ich habe viel zu viel Zeug. Aber das müsste ich eigentlich in der Stadt verkaufen, ne? Ich brauche nämlich Kohle. Ja. Gut. Thank you, Arthur. Guck, die schlafen schon alle. Sagen, wir gehen dann auch mal schlafen. Sprechen dann am nächsten Morgen mit den Herrn Strauß. Strauß heißt er, genau. Nicht Scholz, sondern Strauß. So, kann ich jetzt hier schlafen gehen? Rasieren? Hier kann ich doch schlafen, ne? Ja. Bis zum Morgen. So, da sind wir. Neuer Tag, neues Glück. Good morning, Arthur. Guten Morgen, Dutch. So. Wo ist denn... Ah, komm, wir gehen erstmal unseren alltäglichen Arbeiten nach. Dann haben wir die erledigt. Da ist auch schon der Herr Strauß. Aber wir gehen jetzt erstmal Holz hacken. Also ein bisschen Sport am Morgen, ne? Hält fit und gesund. So, ich glaube, ein Holzscheit müssen wir noch machen. Ja, so. Muss ich jetzt mit dem Scholz reden? Ach nee, ich muss das, glaube ich, in die Kassette legen, ne? Das Eingetriebene. So. Schulden abliefern. Guck. Du hältst jedes Mal einen Anteil, wenn du dein Lager eingetriebene Schulden spendest. Ah, okay. Ja, ich brauche auch die Kohle. Ich muss mein Kopfgeld bezahlen. $150 oder so waren das. Benutze das Kontrollbuch, um eine Verbesserung für das Lager zu kaufen. Ah, okay. Was können wir denn hier Schönes kaufen? Achso, was haben wir denn hier Schönes? Achso, das ist das, was ich alles gespendet habe. Was? Lilly Schulden, Chick Schulden. Ah, okay.
Opossum für, ach, guck, das Fell und so, das steht da auch alle drin. Lagerkasse hat jetzt $210. Nächste Seite. So. Hausarzneiwagen. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagen und füge Schlangenöl hinzu, um dein Dead Eye aufzufüllen. So wie Magenbitter, um deine Ausdauer aufzufüllen. Okay. Kostet $24. Was haben wir dann hier? Vorräte auffüllen. Ja komm, ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal, ne? Alles einmal auffüllen. So. Auffüllen? Nee. Kaufe ich das jetzt oder ist das ein Upgrade? Da ist auffüllen. Noch mehr von dem, was ihr schon habt. Das ist eine gute Frage. Erhöhe die Vorräte. Ja. So. Ah, okay. Jetzt wird der Vorratswagen abgegradet. How did you get on, Herr Morgan? Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Gut. So, wir waren doch noch gar nicht fertig hier mit dem Buch. Wo ist es denn jetzt? Wo war es jetzt? Ich glaube, hier unten muss das irgendwo gewesen sein, ne? Nee. Der Arzneiwagen. Da. Da müssen wir hin. Beitrag leisten. Nee, Kontrollbuch wollten wir doch weiterschauen. Können auch noch bestimmt hier ein bisschen upgraden. So. So, genau. Etwas mit Schuss. Ne. Wir gehen jetzt hier rüber und graden den auch nochmal ab. Good morning. Haben wir mehr Lebensmittel. Die Menge und Qualität bei Speisewagen verfügbaren Nahrungsmittel hat sich erhöht. Gut. So, was können wir denn noch upgraden? Nächste Seite. Waffen, Munition. Ja, komm, machen wir auch nochmal direkt. Hier hat sie auch... die Menge hat sich auch verändert. Okay. Und was haben wir hier? Unterkunft. Einfache Zelttuch und altes Fell zum Aufwärmen. Eins nach dem anderen. Dutch will etwas Gemütliches. Ja, ja, klar, der Dutch, ne? So. Was haben wir denn hier noch? Oh, das ist aber teuer. Pferdestation. Mehr Platz zum Ansiedeln, Anbinden. Wäre hilfreich. Ein Hühnerstall wäre auch nicht schlecht, ne? Und das ist Lederbearbeitungswerkzeug. Mit besserem Werkzeug kann Pierce mehr Ausrüstung herstellen. Okay. Und da haben wir im Moment, glaube ich, auch nicht mehr genug Geld für. Gut. Können wir hier jetzt nichts mehr machen im Moment? So. Mache ich denn? Ich muss Geld verdienen. Nehmen wir jetzt hier noch einen Auftrag an oder? Ja, nee, komm, wir machen erstmal noch hier einen Auftrag. Haben wir denn hier im Lager noch einen Auftrag vor Ort? Ja, und zwar hier. Oh, hey, Dutch. Ja. Are you mad at me? Wo ist er denn? So, hier runter, ne? So, ihn soll ich verhören? Okay. Bedrohen, verärgern.
Bedrohen. Speak! Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you kidding me, right? Of course. You sick bastard! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where old Driscoll's holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both go. Oh, shoot. Check us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. But you sure as shit was. John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. Das ist mein Pferd. He taking us to cold? That's what he says. Oh, müsste ich mal putzen, mein Pferdchen. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Doug said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Veer left. Hey. If I got my bearings, it's over here. Kill you. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason and hiding behind your woman, you were getting shot at. And I'd do the same for you if you was in a bad way. I hope so, but I fear you don't know how to help anyone, except in yourself. You see, O'Driscoll, if this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what y'all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller.
right at the forefront of it. I swear, I promise, I am taking you to Combe as best as I can. You'll see, I'll make good. Okay. Irgendwie kann der Kerl einen so ein bisschen leid tun. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. What was that, huh? Combs a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Combe O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Easy. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. Watch it, you big lout. But if we do, we move quick and hard. Settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Well, I think we're soon like that. We're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. So, hatte der mir nicht auch irgendwie Wurfmesser oder so mitgegeben? Hat da nicht irgendwas von erzählt? Ja, ich komme sofort. Ich muss hier noch mal mich aufsteigen. Remember, I'm watching you. Nee, Bogen. Nee, kleine Wurfmesser. Oder habe ich die hier oben unterm Revolver? Oh, was ist das denn? Handfeuer. Waffe. So, Schaden. Reichweite. Feuerrate. Welches denn jetzt besser? Normal. So, da ist die Munitionart da unten. Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, egal. Das schaue ich mir nachher an mit den Waffen. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Der mit seinen Eiern immer hat. Nur zufällig Pflanzen, die man einsammeln kann? Nee. Haben wir hier mal geduckt. Cabin's in the clearing down there.
There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cormo Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Zielen, Führung übernehmen, Bild schicken. Nee, ich übernehme selber die Führung. Okay, go to work. Don't move.